Herzlich willkommen zum Jörg Löhr Podcast. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass du mit dabei bist bei unserem heutigen Podcast. Jörg Löhr ist mein Name und wir sind hier gerade im Schloss Hohenkammer bei München bei unserem Intensivseminar Erfolgreich Fit, deine Tage für mehr Lebensenergie. Und genau um das Thema Lebensenergie geht es jetzt auch in diesem Podcast. Und ich kann dir eins schon versprechen, bleib bis zum Ende dran. Es lohnt sich, denn es kann sein, dass für dich eine ganz besondere Tür am Ende aufgeht. Lass dich überraschen. Wie gesagt, es wird sich lohnen. Ja, wir sind hier bei diesem Seminar Erfolgreich Fit und ich habe wirklich das Glück, wirkliche Kapazitäten neben mir vorne als Referenten zu haben. Das ist zum einen Josef Mohr, ein brillanter Gesundheitscoach. Das ist Zlatko Sterzenbach. Viele werden ihn auch kennen. Toller Redner auch. Und da freue ich mich ganz besonders, Dr. Michael Spitzbart, einer der bekanntesten Gesundheitsexperten, die wir in Europa haben. Und ich freue mich, lieber Michael, dass du dir die Zeit genommen hast, dass wir über dieses so wichtige Thema Gesundheit, über Leistungsfreude, über Lebensenergie sprechen kommen. Herzlich willkommen. Sehr gerne, vielen Dank. Ja, Michael, du bist einer der wirklich international gefragten Referenten zum Thema Leistungsoptimierung, zum Thema Stressbewältigung, gerade auch im Management. Und für die, die dich noch nicht ganz so gut kennen, hol uns doch mal ein bisschen ab. Wie fing alles an? Wie bist du deinen Weg gegangen? Was waren Meilensteine? Welche Weichenstellungen gab es? Und was hat dich zu dieser wirklich besonderen Person gemacht, die du heute bist? Von der Ausbildung her bin ich ganz normal Arzt. Also ich bin durch die Schulmedizin gegangen und war natürlich nach dem Studium voll auf der Linie. Dann ist mir im Laufe der Zeit ziemlich schnell aufgefallen, dass die Menschen im Krankenhaus beispielsweise immer zu spät kommen. Also es wird die Krankheit behandelt und für die Prävention wird nichts gemacht. Und ich habe so viele Patienten aufgeklärt bei Operationen, die vermeidbar gewesen wären, zum Beispiel Herzkatheter, zum Beispiel Halsschlagadern, die verkalkt waren. Und da habe ich mal gesagt, wie man das hätte verhindern können. Und da haben die Patienten immer gesagt, hätte ich das nur vorher gewusst. Bin ich auf die Idee gekommen, zu den Leuten rauszugehen, erzählen, wie kann ich es verhindern? Was kann ich für die Prävention tun? Prävention ist das Stiefkind der Medizin. Die Krankenkassen geben 1% höchstens aus für die Prävention und 99% für die Therapie. Und bei der Therapie wird meist das Symptom behandelt, nicht die Ursache. Also in vielen Fällen völlig am Ziel vorbei therapiert. Das ist eigentlich die Schulmedizin heute, mit der ich sehr im Clinch liege, die ich nicht vollständig ablehne. Ich bin froh, wenn ich Patienten habe mit einem durchgebrochenen Blinddarm, dass man den operieren kann, dass man den chirurgisch behandeln kann, dass man ihn antibiotisch abdecken kann. Das ist überhaupt nicht selbstverständlich. Vor 50, 60 Jahren war noch zum Beispiel ein Schenkelhalsbruch bei einer älteren Dame das Todesurteil. Die ist nicht am Schenkelhalsbruch gestorben, aber an den 6 Wochen Liegezeit ist die gestorben, weil er hat im Krankenhaus Lungenentzündung bekommen, es gab keine Antibiose und daran sind die dann häufig verstorben. Wenn das Immunsystem nicht so gut war, aber doch, darüber reden wir sowieso nochmal. Da werden wir mit Sicherheit drüber reden und ich nehme den Ball mal gleich auf. Mir ist in den letzten Wochen, fast schon Monaten aufgefallen, wie viele Menschen um einen herum kränkeln. Damit fällt man oft im Job aus, man fühlt sich nicht so gut, läuft verschnupft teilweise durch die Gegend. Und dieses Immunsystem, was ja, glaube ich, den Unterschied ausmacht, ob der Mensch gesund oder krank ist. Woran liegt das so, dass so viele Menschen ein defektes Immunsystem haben? Und dann würde uns natürlich interessieren, was können wir machen, um ein schlechtes Immunsystem zu verbessern? Jawohl, das ist natürlich mein Kerngebiet, das mache ich sehr gerne und zwar jeden Tag. Wichtig ist, Immunsystem besteht erstmal aus Eiweiß. Insgesamt 4 Punkte, darauf muss man achten. Immunsystem ist Eiweiß. Jeder Hausarzt kann den Eiweißspiegel messen im Blut.
Merken Sie sich bitte, er sollte über 7,7 Gramm pro Deziliter liegen. Wenn der Hausarzt 7,7 Gramm pro Deziliter. Deziliter. Okay. Und wenn der Hausarzt sagt, bei Ihnen ist alles normal, ist das in meinen Augen kein Kompliment. Weil tief normal ist auch normal. Und ich möchte meine Patienten bei den Risikowerten wie Cholesterin, Harnsäure, Triglyceride im tief normalen Bereich haben und bei den Leistungswerten, die sonst nie gemessen werden, würde ich es im hochnormalen Bereich haben. Und wenn man das hinkriegt, ist die Kuh vom Eis. Aber gesamt. Darf ich da mal einhaken? Bitte. Ich glaube, der Durchschnittswert, weswegen du auch sagst, man sollte sich nicht mit den Werten, die man bekommt, normalerweise beim Arzt vergleichen, liegt, glaube ich, daran auch, weil die zum Arzt gehen, sind krank. Ich glaube, das du bist der einzige Gesundheitsarzt, den ich kenne. Ich habe natürlich sehr viele Patienten, die einfach nur gesund bleiben wollen. Ja. Viele Menschen, die das Glück haben oder sehr erfolgreich waren, die sich nicht mehr so um die Finanzen sorgen müssen. Oft ist es so, die Leute, die nicht so viel Geld verdienen, die ruinieren die Gesundheit für die Arbeit, für die Finanzen. Und später, wenn sie Finanzen vielleicht haben, müssen sie das Geld wieder ausgeben für die Gesundheit. Und ich habe das große Glück, viele erfolgreiche Menschen zu coachen. Ich möchte es gar nicht behandeln nennen, weil die sind ja nicht krank. Die möchten nur möglichst gesund bleiben. Man muss wissen, die meisten Krankheiten fallen nicht vom Himmel, haben 20, 30 Jahre Vorlauf. Und ich möchte den Vorlauf erkennen und optimieren, damit die Krankheit gar nicht entsteht. Okay. Die normale Medizin, wie gesagt, kommt dann, wenn die Krankheit da ist. Immer zu spät. Jetzt hast du von vier Punkten gesprochen. Immunsystem, erstens Eiweiß. Eiweiß. Der Eiweißwert im Blut, den man messen kann, geht von 6,6 bis 8,6. Und wenn man 6,6 hat, untere Norm, sagt der Hausarzt, ist doch völlig in Ordnung, ist doch normal. Für mich ist das krank, traurig, tief. Man muss wissen, alle Immunzellen bestehen zunächst einmal aus Eiweiß. Habe ich einen hohen Eiweißspiegel im Blut, verfüge ich über viele Immunzellen. Habe ich einen tiefen Eiweißspiegel, habe ich halt nur wenig Immunzellen. Das kann doppelt so hoch sein, das Immunsystem, also die Grundsubstanz. Man misst dann die Leukozyten, Lymphozyten, Makrophagen, Killerzellen, T-Helferzellen. Alles, was dazugehört zum Immunsystem, ist erstmal 1,5 Kilogramm Eiweiß, wenn ich einen hohen Eiweißspiegel im Blut habe. Beim tiefen Eiweißwert habe ich ja nur 0,8 Kilogramm Immunsystem. Wenn ich jetzt einen zu niedrigen habe, was muss ich machen? Ja, bei der Ernährung immer aufs Eiweiß achten. Ja. Vielleicht kommen wir noch darauf zu sprechen. Ich behandle meine Patienten nur mit essentiellen Stoffen, essentiellen Substanzen. Wir alle bestehen aus 47 Substanzen. Würde nur eine Substanz ganz fehlen, wären wir tot. Da kann man differenzieren, was brauchen wir nicht. Und Kohlenhydrate beispielsweise brauchen wir nicht, sind nicht essentiell, heißen aber Sättigungsbeilagen. Ja. Die Leute essen sich oft daran satt, was sie nicht brauchen, haben dadurch zu wenig Platz auf dem Teller für das, was sie brauchen. Also Eiweiß brauchen wir, ist essentiell. Im Gesamteiweiß sind 8 essentielle Aminosäuren. Und wenn die auf Sparflamme laufen, läuft alles im Körper ebenfalls auf Sparflamme. Wow. Fällt nie auf, weil es nie gemessen wird. Das ist der blinde Fleck im Auge der Medizin. Wenn man einen Mangel hat an essentiellen Substanzen und deswegen krank wird, werden die Leute mit Medikamenten behandelt, die dann das Symptom behandeln, aber nicht die Ursache. Das ist der große Unterschied in meiner Praxis. Ich interessiere mich wenig für Symptome, sondern ausschließlich für die Ursache. Wie kann ich die auf natürliche Art und Weise behandeln? Also die Krankheitsursache beheben. Und da muss man halt die essentiellen Stoffe auffüllen. Okay, verstanden. Und Eiweiß also. Und ganz wichtig, mit diesen Stoffen wird nicht gearbeitet, weil die kann man nicht patentieren. Die kommen vom lieben Gott, aus der Natur. Kann man nicht patentieren, dann sind die wertlos für die Pharmaindustrie, sehr wertvoll für uns. Für den Körper. Und 8 Aminosäuren, also sind essentiell, 8 Eiweißbausteine müssen immer von außen rein, über die Ernährung reinkommen, damit der Körper optimal funktionieren kann. Deswegen auch essentiell. Essentiell, genau. Also fürs Immunsystem erstens Eiweiß rauf. Ja. Deswegen beim Essen darauf achten, möglichst viele essentielle Sachen vom Teller, möglichst keine Kohlenhydrate, weil die einfach den Platz wegnehmen. Vor 100 Jahren wäre das kein Problem gewesen. Wir hätten bei der Feldarbeit 6.000, 8.000 Kalorien verbrannt. Und dann mit der ganzen großen Menge, die wir gegessen hätten, auch wieder Eiweiß aufgefüllt.
Aber dort ist der Kalorienbedarf mehr als halbiert, wird anders gedeckt und da muss man gucken, was ist essentiell, was muss ich wirklich essen, was soll ich lieber weglassen. Und Kohlenhydrate, klare Aussage, eher weglassen. Gut, Punkt 1, Eiweiß. Wenn es noch nicht richtig reicht beim Eiweiß, gebe ich kurzfristig, vielleicht für 2-3 Monate, ein Eiweißpulver, Eiweißshake. Mhm. Ich starte meinen Tag jeden Tag mit dem Eiweißpulver. Ja. Und da kann man das Eiweiß effektiv auffüllen. Okay. Das nur am Rande, wenn das von der Überernährung alleine nicht klappt. Zweitens müssen die Immunzellen geimpft sein, gerichtet sein. Das heißt, sie müssen ihre Feinde kennen. Ich möchte aber nicht, dass sie zum Hausarzt laufen, sich impfen lassen gegen alles Mögliche, sondern dass sie sich selbst impfen. Wie mache ich das? Jedes Kind macht es uns vor. Kleine Kinder, was machen die, wenn die was in die Hand kriegen? Erste Handbewegung, alles in den Mund. Das kann ich nachvollziehen. Ne? Du bist junger Vater. Ja, genau. Meine oder unsere Tochter, die Tochter von Maya und mir, gerade 6 Monate geworden. Man zählt ja da am Anfang noch die Monate. Und in der Tat, alles, was sie kriegt, als erstes in den Mund. Und das muss so sein. Und es gibt fürsorgliche Eltern, die meinen es gut und nehmen sofort alles weg. Ja. Das ist ja nicht in den Mund stecken. Aber das muss so sein, das Immunsystem muss sich impfen. Werden möglichst viele Schmutzpartikel, Bakterien, Viren vorgestellt, dem darmassoziierten Immunsystem. Und nur die unbekannten Erreger sind schädlich. Mhm. Die bekannten Erreger, gegen die schon Antikörper da sind, die können uns nicht mehr krank machen. Mhm. Darum legen die Kinder eine große Datenbank an mit bekannten Erregern, möglichst viel Schmutz. Und dadurch sind die gegen sehr vieles immun. Und erst wenn es nur das Immunsystem den Keim nicht kennt, braucht es 3-4 Tage, um die Antikörper zu bilden. Mhm. Und dann wird er erstmal krank. Also Sagrotan-Mütter haben die anfälligsten Kinder. Und die Kinderärzte sagen, gib deinem Kind ein Haustier, damit es nicht so steril aufwächst. Ja. Diese Kinder haben nachweislich viel weniger Asthma, Neurodermitis, die sogenannten atopischen Erkrankungen, wenn die von Haus aus etwas weniger steril aufwachsen. Unglaublich interessant. Jetzt haben wir das Eiweiß, wir haben das gerichtete Eiweiß, sprich geimpftes Eiweiß. Ja. Ich sage das oft in meinen Seminaren, auch hier bei dir im Seminar. Neues Modell der Schluckimpfung. Beim Waldlaufen meinen kleinen Schluck aus der Pfütze nehmen. Jedes Tier trinkt draus, jedes Tier macht das und nur der Mensch denkt, er darf das nicht. Das ist, unsere Vorfahren haben alle draus getrunken. Das pimpt das Immunsystem. Darum nicht ganz leer trinken, den anderen noch was drin lassen. Aber kleinen Schluck nehmen hin und wieder. Einfach, dass es nicht so steril ist. Im Restaurant, wenn eine Gabel runterfällt, an mich denken, extra nehmen, besonders dem, weil es jetzt eine geimpfte Gabel ist. Das ist, seit ich das einmal von dir mitbekommen habe in einem Gespräch, die Gabel wieder aufheben, ich muss immer lachen, seitdem, egal was das Bild, runterfällt, ich nehme es dann. Dann kommt der Kellner immer, nein, ist in Ordnung. Jetzt erst recht. Also Eiweiß drauf, geimpftes Eiweiß. Der dritte Teil ist das belüftete Eiweiß. Was ist das? Sprich, bewegter Körper, viel Sauerstoff im Körper, optimiert das Immunsystem. Okay. Die Älteren kennen vielleicht noch Turn vor 3 Jahren, vielleicht nicht mehr persönlich, aber das war früher eine Institution. In manchen Städten gibt es noch ein Jahnstadion, der hat so die erste Bewegungswelle ausgelöst eigentlich. Und die haben festgestellt, wer sich bewegt, härtet sich ab. Mhm. Ja? Werden wir weniger krank, sagen meine Patienten auch, seit ich im Winter durchjogge, bekomme ich keinen Schnupfen mehr. Heißt übersetzt, joggen gehen. Joggen gehen, also man muss ja nicht zwingend joggen, man kann auch Nordic Walken sagen, man kann strammer spazieren gehen sagen. Also leichtes Ausdauertraining optimiert das Immunsystem. Wie lange empfiehlst du aus deiner ganzen Erfahrung, wie oft pro Woche, wie lange? Ich nehme an, das Ganze im pulsgesteuerten Bereich. Pulsgesteuert ist natürlich der Königsweg, weil wir kein Gefühl dafür haben am Anfang, welcher Puls optimal wäre. Also pulsgesteuert und mindestens 4-mal die Woche. 4-mal die Woche. Dann bin ich auf der richtigen Seite. Bei 3-mal die Woche kippt schon wieder auf die falsche Seite um. Wenn ich es nur einen Tag schaffe, ist es besser als am Sofa bleiben. Ja. Aber wenn ich messbare Erfolge haben möchte, sage ich 4-mal die Woche. Und wer das 4-mal die Woche macht, der hat das so integriert in den Tagesablauf, dass man es eigentlich jeden Tag macht. Ja. Und manchmal fehlt eher was, wenn man es nicht tut.
Und es gibt, glaube ich, signifikante Studien, wo ganz klar bewiesen ist, wer diese 4x30 Minuten läuft, der hat ein ganz oder hat ein wesentlich reduzierteres Krebsrisiko. Alles. Auch. Also ganz wichtig, Immunsystem schützt dann nicht nur für Bakterien, vor Viren, auch vor Krebs. Also das ist ein ganz guter Einwand, ganz sicher fürs gegen, also als Krebsabwehr, weil Krebszellen mögen auch keinen Sauerstoff. Also wenn man seinen Körper jeden Tag mit Sauerstoff durchflutet, ist es schon mal eine der besten Therapien, Krebs abzuwehren, gar nicht erst zu bekommen. Und dann wäre ich auch wie du wahrscheinlich oft gefragt, ja, muss ich immer einen Tag Pause machen? Ich glaube, es ist schön, wenn man einen Tag zur Regeneration Pause macht, aber ist es auch gut, Freitag, Samstag, Sonntag. Ja, man darf natürlich jeden Tag, darf man es machen. Es ist für vieles ein innerer Drang, ein Bedürfnis. Übrigens wichtig, wenn man sich zu stark belastet, anaerob trainiert, macht man das Immunsystem eher kaputt. Also es ist kontraproduktiv. Anaerob, für alle, die anaerob nicht tief heißt, in der Materie sind, heißt schneller, höher, weiter, viel schnaufen, außer Atem kommen, starke Anstrengung, nach Hause kommen nach dem Joggen, oh, jetzt bin ich aber fertig. Ja. Wenn ich nach Hause komme und sage, oh, ich könnte gleich weiterlaufen, dann habe ich es richtig gemacht. Dann war ich im aeroben Sauerstoffüberschussbereich. Und anaerob heißt also im Sauerstoffdefizitbereich. Ja, und ganz wichtig, also ganz bekannt, Sportler, die früher nur so trainiert haben, nur schneller, höher, weiter, die werden pünktlich zum Wettkampf krank, weil die ihr Immunsystem konsequent kaputt trainiert haben. Wow. Noch Michael Groß, wer ihn noch kennt, der Albatros, der Schwimmer, der hat gesagt, vor Seoul, heute kriegt der die Goldmedaille, der gerade den kleineren Schnupfen hat. Wow. Also erkältet waren sie alle. Und der wenigsten krank war, hat gewonnen. Heute sind wir schlauer. Heute wird sehr viel mehr aerob trainiert, also im Sauerstoffüberschuss. Und nur die Sportler, die auf Zeit gehen, die müssen 20% vom Training anaerob machen. Heißt ganz klare Botschaft, bewegen. Es muss nicht laufen sein, es kann auch Radfahren, schwimmen. Aber am effektivsten ist Laufen, Nordic Walken, Radfahren, Schwimmen. Das ist so abgestuft. Okay. Skilanglauf ist natürlich ideal, geht nicht immer, aber das wäre eine tolle Möglichkeit. Gut. Vierter Punkt ist ein schwieriger Punkt, der auch beleuchtet, dass der Körper eine Einheit ist. Also Körper, Geist und Seele ist eine Einheit. Der Mensch ist als ein Individuum definiert. Individuum heißt übersetzt unteilbare Zweiheit zwischen Körper und Geist. Und ich sage eigentlich Individrium, unteilbare Dreiheit zwischen Körper, Geist und Seele. Und Geist und Seele haben Einfluss auf unseren Körper. Von der Schulmedizin wird das abgelehnt. Die sagen, dass da gibt es keinen Zusammenhang. Jede Oma weiß das, dass da ein Zusammenhang besteht. Und es gibt ein Fach der Medizin, das heißt Psychoneuroimmunologie. Das heißt, über die Psyche, sprich Qualität der Gedanken, kann über Neuronervenbahnen das Immunsystem in beide Richtungen beeinflussen. Viele helle, klare, positive Gedanken stützen das Immunsystem. Viele negative Gedanken, die schaden eher dem Immunsystem. Also man kann das festmachen, Psychoneuroimmunologie. Gedankenhygiene, ganz wichtiges Thema. Hormonstatus im Gehirn, ein sehr wichtiges Thema. Ich messe das bei meinen Leuten, bei meinen Patienten. Hormonstatus, zum Beispiel Serotonin, das Hauptstimmungshormon. Wer es hoch hat, denkt in Lösungen. Wer es niedrig hat, hirnt in Problemen. Wer die ganze Zeit in Problemen hirnt, sich jedes Problem in Schildernfarben ausmalt, was noch alles passieren könnte, der schadet in diesem Augenblick seinem Immunsystem. Das gebe ich meinen Patienten auch bei uns im Seminar, mit den Leuten mit als Hausaufgabe. Die sollen mal abends vorm Einschlafen in den inneren Dialog hineinhören. Ja. Das innere Zwiegespräch, was wir ständig unablässig mit uns selbst führen. Wenn Sie jetzt im Podcast lauschen, merken Sie es nicht, dass eine innere Stimme zu Ihnen spricht. Wenn man im Auto fährt, allein im Auto, Radius aus, übernimmt der innere Dialog. Wenn man einschlafen möchte, nicht gleich kann, übernimmt der innere Dialog. Wenn man schläft, läuft er weiter. Wenn man träumt, läuft er erst recht weiter. Nicht wir denken, es denkt. Gedanken kommen, wenn die Gedanken es wollen, nicht wenn wir es wollen. Und wenn wir einen hohen Serotoninspiegel haben, kommen automatisch mehr positive Gedanken.
Wenn der Serotoninspiegel niedrig ist, das Stimmungshormon tief ist, dann kommen automatisch mehr negative Gedanken. Was kann ich jetzt machen, um den Serotoninspiegel zu heben? Das ist natürlich eine Frage, die gleich kommen muss, bei einem, der gleich Nägel mit Köpfen macht wie du. Hier heißt es wieder Eiweiß. Ja. Eiweiß hoch. Weil das Serotonin wird aus einer Aminosäure, also einem essentiellen Eiweißbaustein gebildet. Mhm. Dieser Baustein heißt Tryptophan. Mhm. Und der Körper kann nur so viel Serotonin produzieren, wie Tryptophan da ist. Man nennt das die limitierende Aminosäure. Okay. Und in jedem Biochemiebuch steht das drin, dass man zwingend Tryptophan braucht, um daraus Serotonin zu machen. Nur die Pharmaindustrie bekommt das nicht raus. Die sagt, bei Depressionen sollte man Serotonin-Wiederaufnahmehemmer nehmen, sprich das wenige Serotonin, was noch da ist, länger wirken lassen, aber ja nicht die Ursache beheben, nämlich Tryptophan geben. Wenn man den Waschzettel durchliest beim Medikament, das ist ein sehr häufig verordnetes Medikament heutzutage, die Ärzte schreiben das auf wie Haribo. Serotonin-Wiederaufnahmehemmer, da steht da drin, im Waschzettel bitte kein Tryptophan nehmen, weil dann würde die körpereigene Produktion vom Serotonin steigen. Das will ich ja eigentlich. Ich will ja die körpereigene Produktion steigen und nicht die Restwirkung chemisch verlängern, mit vielen Nebenwirkungen eingekauft. Wieder das Symptom behandeln, ja, nicht die Ursache. Bekannt ist das schon. Aber man verdient, wie gesagt, mit diesen Stoffen kein Geld, weil die aus der Natur kommen. Kann man nicht patentieren. Spannend. Spannend. Jetzt haben wir das vielleicht alle schon mal erlebt und jetzt spreche ich so ein bisschen an, die jenseits der 30 sind, dass wenn man ja vielleicht mal einen Abend über die Stränge geschlagen hat, dass man den nächsten Morgen, wenn man noch nicht jenseits der 30 ist, immer noch einigermaßen fit ist. Manche, die dann schon ein paar Jährchen mehr auf dem Rücken haben, die sagen, oh, da muss ich erst mal ein, zwei Tage Pause machen, bis ich wieder einsatzfähig bin. Die Frage an dich, Michael, stimmt das, dass unsere Leistungsfähigkeit, wie ich es gehört habe, jenseits der 30 abbaut? Wenn ja, würde mich interessieren, in welcher Form, wie viel? Und natürlich auch dann, was kann ich dagegen machen? Ja, also statistisch gesehen stimmt es. Die Leistungsfähigkeit nimmt ab. Das ist so, muss aber nicht so sein. Okay. Also wenn man so lebt, wie viele Menschen leben, also die sich nicht sehr viel für die Gesundheit interessieren, das ist leider die Mehrzahl. Viele gehen erst dann zum Arzt, wenn sie krank geworden sind und dann wird, wie gesagt, das Symptom behandelt, nicht die Ursache. Frauen sind sehr offen für den präventiven Gedanken. Und wenn mal ein Mann bei mir allein im Wartezimmer sitzt, steckt meist eine kluge Frau dahinter. Also wenn die ohne Leidensdruck kommen, wenn man nur die Gesundheit coachen möchte, sind die Frauen offener dafür. Männer nach so einem Seminar wie heute bei uns natürlich auch, ja, weil wir machen die wach dafür. Aber Männer brauchen da ein bisschen mehr einen Tritt in den Hintern als die Damen. Das stelle ich auch immer fest. So. Und auch bei mir manchmal sogar, wo du sagst, na, das wird schon wieder. Ja, ja, ich glaube, da haben Frauen eine andere Sensibilität. Ja, ja. Frauen, ja, die sind da ein bisschen offener für diesen Gedanken. Und man kann das natürlich alles verhindern, diesen Abbau. Und ganz wichtig sind optimierte Blutwerte. Wie gesagt, wenn ich die Blutwerte, so wie der Hausarzt sagt, alles normal. Man sagt, man hat das große Blutbild gemessen. Bei mir alles normal. Das große Blutbild ist verschwindend klein. Ich sage meinen Patienten immer, nimm einen Durchschlag mit von den Laborwerten. Dann kannst du sehen, was der alles gemessen hat, was der alles nicht gemessen hat. Nämlich, das ist sehr viel mehr, was er nicht misst. Die messen bei der normalen Untersuchung einmal dünn drüber. Alles normal, der nächste bitte. Also ich will wissen, was er gemessen hat und die Leistungswerte werden nie gemessen. Gesamterweis nicht dabei. Ganz wichtig, bei meinen Patienten, gerade die einen Tag älter sind, wo die Jugend voranschreitet, möchte ich, dass die einen hohen Eiweißwert haben, weil die von einem hohen Eiweißwert viel langsamer abbauen als vom tiefen Eiweißwert. Macht Sinn. Muskelmasse, Knochenmasse, Immunsystem, Hormone, alles ist Eiweiß. Und wenn ich viel Eiweiß im Blut habe, unterstützt mich mein Körper sehr viel besser. Das ist, glaube ich, das, was wir insgesamt dann auch, was du gerade sagst, im Spitzensport als Leistungsoptimierung bezeichnen. Absolut, absolut. Bei denen wird das gemessen, bei den Leistungssportlern und optimiert. Und bei uns interessiert sich kein Mensch dafür. Aber
Gott sei Dank, wie du, viele Menschen wollen ja fit bleiben, sind da ein gutes Beispiel dafür, wie fit man sein kann. Ja, vielen Dank. Ja, aber das ist, kommt halt nicht von ungefähr. Man muss was tun dafür. Ja. Und wir, auch in diesem Seminar natürlich, erklären Leuten klipp und klar, was sie tun können, auch für die Zukunft, um oben zu bleiben und nicht langsam an Leistungsfähigkeit zu verlieren. Spannend. Ja, während wir jetzt hier gerade den Podcast machen, spricht unser Rednerkollege Zlatko Sterzenbach über Lauf- und Krafttraining. Und wir, wie Michael auch sagte, wir in diesem Seminar wollen wir einfach dafür sorgen, dass die Teilnehmer, egal von welchem Niveau sie kommen, da gibt es Leute, die schon im Training drin sind. Leute, wir haben Ärzte auch mit drin, die interessiert sind an dem, was Michael sagt, den Horizont zu erweitern. Wir haben aber auch Teilnehmer, die bisher noch gar nichts damit zu tun haben. Und es geht jeweils vom Ausgangsniveau darum, die Leistungsfähigkeit zu steigern und wirklich einen Schlussstrich zu ziehen unter Begriffe wie chronische Müdigkeit, Übergewicht, Lustlosigkeit und Stress mit einem Ziel, einfach im Sinne der eigenen Wünsche ein intensiveres Leben führen zu können mit dem Maßstab der eigenen Lebensfreude. Und du bist ja ein ganz wertvoller Part, ich glaube jetzt schon bald seit 15 Jahren bei diesem Seminar erfolgreich fit. Vielleicht mal aus deiner Sicht, was macht dieses Seminar so gut? Was macht den Unterschied dort aus? Also was mir auffällt, dass viele Menschen sehr motiviert rausgehen und nicht für das Wochenende motiviert sind, sondern motiviert sind für eine lange, lange Zeit. Ich habe gerade eine Teilnehmerin heute Morgen gehabt, selber eine Ärztin, die war vor 5 Jahren schon mal hier. Ja. Der habe ich heute Morgen wieder Blut abgenommen und sie hat jetzt, wir haben gemessen, dass ihr biologisches Alter, obwohl sie jetzt 5 Jahre älter ist, um 4 Jahre gesunken ist. Jetzt muss man dazu sagen, wir messen auch am zweiten Tag das biologische Alter, Fettanteil, Körper, das Wasser im Körper und so weiter. Und daraus ergibt sich aus vielen Parametern ein biologisches Alter, was viel mehr aussagt als das, was wir im Pass haben. Ja. Und das ist natürlich sensationell, wenn jemand älter wird, 5 Jahre. Und die Zeit zurückgeht. Das ist natürlich, die war halt hin und weg, die Dame. Und wir wissen, ich weiß ganz genau, die Rest ihres Lebens bleibt die auf Spur. Ja. Die bleibt dabei. Wer so Erfolgserlebnisse hat, man spürt sie auch. Ja. Und das finde ich jetzt toll bei diesem Seminar. Natürlich haben wir eine positive Selektion. Die Leute, die herkommen, die interessieren sich schon dafür, sonst würden sie ja daheim bleiben. Ja. Aber die Leute, die kommen, die kriegen halt handfeste Informationen. Was kann ich tun? Wie kann ich das messbar verbessern? Also nicht irgendeinem Guru hinterherlaufen, sondern messbar durch einen Stoffwechsel kann man sehen, was hat sich getan? Wie werde ich jünger, obwohl ich vielleicht kalendarisch ein bisschen älter werde? Was sind so deine Schwerpunkte, die du mit einbringst in dieses unglaubliche Puzzle der Gesundheit, der Lebensenergie? Also ich möchte die Leute auch aufwecken, was dafür zu tun. Ich möchte ihnen sagen, was sie tun müssten. Ich möchte sie wegbringen oder zumindest sollen sie nachdenken über die normale Medizin, die ihnen so vom Hausarzt geboten wird. Wer das gut findet, der kann ja hingehen, sage ich nichts dagegen. Nur für jedes Symptom ein Medikament aufschreiben, das ist für mich halt ein Armutszeugnis der Medizin. Und wenn ich da kurz mal zwischengehen kann, ich hatte auch wieder in unserem Seminar Erfolgreich Leben, deine Tage der Entscheidung, hatte ich 3 Ärzte, Allgemeinmediziner und mich freut es das immer. Und ich habe die auch ganz offen gefragt, wie viel Zeit habt ihr denn als Allgemeinarzt noch für einen Patienten? Und die Antworten, die waren zwischen 2 und 4 Minuten pro Patient. Ja. Da, glaube ich, bleibt manchmal nur leider, muss man sagen, auch aufgrund des Druckes durch das System, nur ein Medikament aufschreiben. Und das kann ja nicht die Lösung sein. Erstens durch den Zeitdruck. Zweitens, bei jedem Kongress gibt es eine neue Gehirnwäsche. Kriegen nur beigebracht die Ärzte, auf welches Symptom, welches Medikament zu verordnen ist. Und das nennt man dann Goldstandard. Aber nicht alles, was glänzt, ist Gold. Das nennt sich die seriöse Medizin, Medikamente aufschreiben. Ich bemühe mich immer, die Medikamente wieder auszuschleichen. Wenn jemand mal aus Versehen zum Kardiologen geht, hat er mal mit drei Medikamenten kommt raus. Ja. Blutfettsenker, Blutdrucksenker, Blutverdünner. Alle 3 überflüssig. Also die fliegen bei mir sofort wieder raus, weil man die durch natürliche Stoffe ersetzen kann. Bei besserer Wirkung, ohne Nebenwirkung.
Und was viele Teilnehmer bei diesem Seminar mir immer wieder dann auch als Feedback geben, das ist, sind diese ganz vielen kleinen Tipps, wie du sie jetzt auch von Michael hier im Podcast bekommst, die einen sofortigen Mehrwert haben, die man sofort umsetzen kann, meist auch ohne großen zeitlichen Aufwand. Nehmen wir mal beispielsweise das Thema Wasser. Ja, wie viel Wasser sollten wir trinken pro Tag, Michael? Ein Riesenthema, Thema Wasser. Ja. Also ich sage meinen Patienten, Faustregel pro 25 Kilogramm Körpergewicht ein Liter wäre optimal. Heißt, schafft man nicht immer. 75 Kilo, drei Liter. Drei und spätestens Liter. Jetzt greifen manche zur Wasserflasche. Ja. Und da habe ich letzte Mal ein Wahnsinnsargument gehört hier bei unserem Seminar Erfolgreich finden. Ja, da muss ich ja laufend zur Toilette gehen. Halleluja, ja, zwar dehydriert, nicht leistungsfähig, aber selten auf der Toilette gewesen. Also das ganz wichtig, unser Körper ist 70% Wasser, das Gehirn ist 90% Wasser. Wenn die Hirnzellen oder überhaupt alle Körperzellen 10% weniger Flüssigkeit haben, haben sie 30% weniger Energie. Wow. Also ein Fitnessschub ist natürlich immer trinken. Wichtig, man sollte bis 15, 16 Uhr den Bärenanteil getrunken haben. Manche kommen aus dem Büro, ganz Tag nichts getrunken, dann hängen sich abends die Flasche an den Hals, also die Wasserflasche, wäre erlaubt, und dann trinken sie den Tagesbedarf und müssen natürlich nachts immer raus zum Pinkeln, und das stört die Nachtruhe dann. Also abends dann weniger trinken, tagsüber viel trinken. Am besten am Anfang, damit man Überblick gewinnt, morgens die Flaschen hinstellen, die abends leer sein sollen. Und immer Glasflaschen, keine Plastikflaschen. Ganz wichtig, sonst haben wir die Rückstände. Weichmacher gehen ins Gehirn und machen nicht nur die Flasche weich, das Plastik weich, sondern auch die Birne weich. Und die kommen über das Wasser dann über das Wasser ins Gehirn. Ja. Und dann gibt es natürlich auch ganz verschiedene Arten von Wasser. Unser Experte Josef Mohr, der geht da alleine in einem ganzen Kapitel drauf ein, in dem er erklärt die Unterschiede zwischen Mineralwasser, Leitungswasser, Osmosewasser, Heilwasser, dann auch gefiltertes Wasser mit Kohleaktivfilter und. Und da kann man einfach umstellen und hat sofort einen enormen Nutzen. Aber hier schon mal die wichtige Botschaft: Trinkt, fangt jeden Morgen bitte mit 2 Gläsern auf Körpertemperatur an, bevor der erste Kaffee kommt. Das schon mal, dann haben wir schon mal das, was wir nächtlich an Defizit herbeigeführt haben, ausgeglichen. Jetzt möchte ich einen kleinen Sprung machen, aber das Thema liegt mir am Herzen. Wir haben es vorher nur ganz kurz angeschnitten, aber immer mehr Menschen, die ich erlebe, die kommen mit dem Thema Burnout. Das Gefühl, ausgebrannt zu sein, nicht mehr die Leistungsfähigkeit zu haben. Woher kommt das? Nehme ich das richtig wahr? Und dann natürlich wieder, du wirst dir fast schon denken können, die Frage, was kann ich tun? Also das nimmst du richtig wahr. Die Anzahl der Fehlzeiten betrieblich haben sich, mehr als die Hälfte der Fehlzeiten heutzutage sind Burnout, Depressionen. Und die Leute, die da krank werden, die werden nicht eine Woche krank mit Schnupfen, nicht 14 Tage die Grippe, ein halbes Jahr aufwärts sind die krank. Die Welt scheint sich schneller zu drehen, tut es natürlich nicht, aber es dreht sich schneller. Früher hat man einen Brief geschrieben, Marke drauf und hatte 3 Tage Ruhe. Hinweg, Rückweg mit der Antwort, heute schreibt man eine Mail und zack, zack, muss sofort reagiert werden. Und wir sind natürlich auch permanent quasi online. Ja? Absolut. Du hast eine Pause, früher hast du mal durchgeatmet, heute checkst du die Mails, bist bei Instagram, bist in den Wald gegangen und hast mal blöd vor die Wand geguckt und deinem Hirn mal die Möglichkeit gegeben, auf runterzufahren wieder. Und heutzutage bist du wieder mit dem linken Gehirn bei Facebook, bei Instagram, was natürlich auch nett sein kann, aber man sollte auch seine Regenerationszeiten im Auge behalten. Und heutzutage werden die Arbeit wird auf immer weniger Menschen verteilt. Weniger Menschen müssen mehr leisten. Wenn man in einer Firma die Heuschrecken hat, also Unternehmensberatung, was machen die? Erstmal Leute entlassen. Natürlich kann man nicht sofort viel Geld sparen, aber die Arbeit, die bleibt da liegen. Die müssen von weniger Menschen gemacht werden. Und die machen das auch eine Weile. 4, 5 Jahre schaffen die das schon, diese Mehrarbeit. Aber wenn die dann einen Burnout bekommen, sind die Unternehmensberater schon längst bei der nächsten Firma, machen die dann fertig. Ja? Wenn ich jetzt merke, es gibt ja 2 Dinge, entweder ich merke, ich fühle mich nicht mehr so leistungsfähig wie früher, oder ich sage, okay, ich verstehe,
dass das präventiv auch von mir angegangen werden muss. Was empfiehlst du diesen Menschen? Also wenn man selber im Hamsterrad drinsteckt, merkt man es eher nicht. Das ist die Gefahr. Bevor der Körper dir Signale gibt, kommt wieder die nächste Arbeit drauf und da wirst du abgelenkt. Also man selber spürt es zuletzt. Ja. Wir messen das bei unseren Patienten. Auch für Firmen machen wir das. Man kann durch einen einfachen Speicheltest, kann man gucken, stehe ich im vollen Saft oder ist mein Stresshormon erhöht? Und das Stresshormon, müssen Sie wissen, ist das stärkste abbauende Hormon. Und das unterdrückt die Bildung der aufbauenden Hormone, weil Gas geben, bremsen geht nicht gleichzeitig. Und wenn man durch Langzeitstress, wir sprechen nicht von 2-3 Tagen, aber 2, 3, 4, 5 Monaten, wenn der Stresshormon steigt, unterdrückt das die Bildung unserer Rückenwindhormone, Dopamin, Serotonin, Antrieb, Stimmung. Die werden weniger produziert, weniger ausgeschüttet. Dadurch steigt die gefühlte Arbeitsbelastung. Die Sachen, die ich eh machen muss, fallen mir immer schwerer. Dadurch wird noch mehr Stresshormon ausgeschüttet. Das ist genau die Spirale, wo dann Burnout dran steht. Wichtig, ein Prozess, kein Zustand. Man muss immer gucken, stehe ich im Prozess, ja oder nein. Und wenn ich im Prozess stehe, muss ich diese Abwärtsspirale umwandeln in eine Aufwärtsspirale. Ich habe neulich einen Vortrag gehabt vor einem Milliardärzirkel in Luzern, relativ kleiner Kreis, 15 Milliardäre mit Anhang, also 30 Leute. Ich habe anfangs mal so die Frage gestellt, wer kann ein bisschen mehr Energie gebrauchen? Da ging überall die Flossen hoch. Also Geld bis zum Abwinken, Energie bitte gerne. Und man kann über diese Hormone im Gehirn, auch wenn man sich nicht krank fühlt, man kann die optimieren, dass man die Sachen, die man eh machen muss, leichter erfüllen kann. Mit Leichtigkeit, mit Rückenwind, mit Motivation, die von innen kommt, die übertragen wird durch die Hormone, Dopamin, Serotonin. Und wir sind beim Thema wieder, diese Hormone werden gebildet aus Eiweißbausteinen. Auch hier wieder, nur so viel Hormon kann produziert werden, wie Eiweißbausteine da sind. Und jetzt kommt der Hammer. Wer viel Stress hat, längere Zeit, verbrennt diese wertvollen, wichtigen, essentiellen, gehirnaktiven Eiweißbausteine als Energie. Dann sind die weg aus dem System. Und jetzt kommt endlich der Urlaub und die Entspannung kommt. Der Stresshormon sinkt messbar. Jetzt denkt man, es müsste im Gegenzug Dopamin, Serotonin wieder steigen, tun es aber nicht, weil in der Zwischenzeit diese Aminosäuren verpufft sind als Energie und fehlen jetzt für die Hormonproduktion. Das ist der Grund, warum bei herkömmlicher Behandlung Burnout-Depression ein halbes Jahr aufwärts dauert, weil nie nachgemessen wird, wie sind die biologischen Faktoren, wo sind die Eiweißbausteine hin. Und dann wird er sowieso nur mit Medikamenten behandelt und nicht mit diesen normalen Stoffen. Das heißt, wenn ich auch was präventiv machen möchte, Thema Eiweiß, wie du gerade gesagt hast, ich nehme an, auch hier regelmäßige Belüftung. Belüftung, sprich, immer laufen, gut, immer gut. Immer gut. Und dann wahrscheinlich sich auch proaktiv Pausen einplanen, um nicht nur zu regenerieren, wenn es zu spät ist. Also man kann es Meditieren nennen, man kann das entspannten Waldlauf nennen, weil man nicht in den Computer schauen, nicht in den Laptop schauen und einfach mal den Großrechner runterfahren. Dann, Michael, möchte ich noch auf ein Thema kommen, was ebenfalls unglaublich oft uns leider, muss ich in dem Fall begegnen, das Thema Krebs. Und ich weiß da, du hast dein letztes Buch vom Titel her. Schutz vor Krebs. Schutz vor Krebs, da hast du dich sehr intensiv mit der Materie beschäftigt und hast einen unglaublich, wie ich finde, spannenden, guten Ansatz. Lass uns da ein bisschen mehr drüber wissen. Ja, der Ansatz ist gar nicht von mir, der ist schon ziemlich alt, von 1930, Otto Warburg, ein Nobelpreisträger, diese nie ganz dummen Nobelpreisträger, der hat herausgefunden, dass Krebszellen vom Zucker leben. Gesunde Zellen verbrennen Energie, Kohlenhydrate und Fette, Krebszellen vergären Zucker. Das ist der ganz entscheidende Unterschied. Und jedes Kohlenhydrat ist im Endeffekt Zucker. Und durch die Vergärung entsteht Milchsäure. Und in der Säure fühlen sich Krebszellen wieder pudelwohl. Das heißt, sie erzeugen sich ihr Lieblingsklima selbst. Dass die Krebszellen eine hohe Affinität zum Zucker haben, ist bekannt. Auch in der Schulmedizin. Wenn Metastasen gesucht werden bei Krebspatienten, bekommen die eine Zuckerinfusion. Also einen markierten Zucker.
Und dann können Sie in der Szintigraphie in einer halben Stunde überall sehen, wo die Lichter angehen, also wo mögliche Metastasen sitzen, weil die Krebszellen saugen den Zucker an wie ein Magnet. Diagnostisch weiß man das. Wie wäre es denn therapeutisch, wenn man den Zucker weglässt? Wenn man alle Kohlenhydrate einfach weglässt bei Krebspatienten. Ich habe mein bestes Erlebnis gehabt mit einer Frau, die war schwanger, Brustkrebs und schwanger. Schlechte Kombination. Ja. Die hat sich aufs Kind irre gefreut, lange aufs Kind gewartet, endlich schwanger und gleichzeitig kommt die Diagnose Brustkrebs. Wow. Dann sollte sie von der Klinik aus, sollte sie abtreiben für die Chemo. Sie hat gesagt, nein, mache ich nicht. Hat nicht abgetrieben, hat keine Chemo gemacht, hat die sogenannte ketogene Ernährung gemacht, jeden Zucker weggelassen, hat ein gesundes Kind und keinen Brustkrebs. Selbst in der Schwangerschaft braucht der Körper keine Kohlenhydrate. Viele Leute glauben das nicht, aber es ist so, Kohlenhydrate sind, wie mehrfach gesagt, jetzt nicht essentiell. Und nur für den Krebs essentiell. Und ich behandle so viele Patienten damit, mit dieser Ketose, wenn die sich richtig dran halten, schlägt das ein wie eine Granate. Also ich habe heute im Seminar, will ich wieder einen Fall vorstellen, ja. Eine Dame, die hatte einen kindskopfgroßen Tumor, Darmkrebs, kindskopfgroß, und die hatte nur eine palliative Chemo bekommen, sprich nur lindernd, nicht heilend. Und die hat gesagt, das mache ich nicht, hat diese Therapie gemacht und hat nach 3 Monaten schon, der riesen kindskopfgroße Tumor war weg, nur noch im Kontroll-CT eine Verdickung der Darmwand auf 14 cm, da sieht man, da war mal was, die ist noch nicht über den Berg. Aber man hat gesehen, wie diese Therapie den Tumor schrumpft, weil er einfach nichts zu futtern kriegt. Ich erkläre das meinen Patienten so, wenn sie ein Feuer haben und die Glut langsam ausgeht, man pustet rein in die Glut, kommen wieder die Flammen. Wenn der Krebs Kohlenhydrate bekommt, pustet man in die Glut. Also da kann der Krebs wieder aufflackern. Darum sage ich immer, ein halbes Jahr mindestens muss man das machen, bis man alle Krebszellen weggetötet, ausgehungert hat. Es geht wunderbar, wenn die Leute richtig mitspielen. Das ist wahnsinnig interessant, wahrscheinlich noch ein netter Nebeneffekt. Die Leute werden natürlich gesünder. Werden gesünder und wahrscheinlich auch schlanker, oder? Das auch. Nur Krebspatienten haben nicht zwingend das Problem, schlanker zu werden. Ja. Da muss man eher gegensteuern. Die sollen ja nichts abnehmen in dieser Phase. Dann sage ich denen, nimm ganz viele gute Fette. Ja, Omega-3-Fette, alle, die im Kühlschrank flüssig bleiben, das sind die guten Fette. Die haben auch nichts mit dem Herzen oder mit der Herz-Kranz-Arterie, mit Verkalkung zu tun. Das sind nur die Fette, die im Kühlschrank fest werden. Das sind die schlechten Fette. Dann sage ich denen, mach eine mediterrane Gemüsepfanne und drehe noch 3-4 Runden extra Öl drüber und iss es mit dem Löffel, nicht mit der Gabel, damit du nicht in der Gewicht verlierst in dieser Krebsphase. Ihr merkt sicherlich unglaublich profundes Wissen, was hier neben mir sitzt. Und ich bin wirklich seit Jahren immer wieder begeistert, wie Michael in der Lage ist, Dinge darzustellen. Und dann muss ich auch sagen, du bist ein exzellenter Referent mit einer ganz tollen Art von auch Humor. Und natürlich könnt ihr ihn hier bei unserem Seminar erfolgreich fit miterleben. Aber das ist nicht nur alles. Du hast eine Praxis in Salzburg und auch einen YouTube-Kanal. Was können Menschen machen, die sagen, ich möchte ein bisschen mehr Michael Spitzbart haben, YouTube, auch gerne, welche Bücher du empfiehlst? Man kann natürlich gerne meine Bücher lesen, wo es sehr ausführlich erklärt ist, Schutz vor Krebs. Das letzte Buch, dann Erschöpfung und Depression, wenn die Hormone verrückt spielen. Darf ich gleich dazu sagen, wir werden die in die Shownotes reintun, damit er den direkten Link natürlich hat. Oder entschlüsseln Sie Ihren Gesundheitscode, da geht es um diese essentiellen Stoffe. Wenn ein Stoff zu wenig ist, wie könnte sich das äußern als Symptom, wenn essentielle Stoffe fehlen? Dann natürlich am herzlichen mein YouTube-Kanal www.youtube.spitzbart.com. Packen wir auch in die Show rein. Da könnte man mal nachschauen, warum ich Mammographie nicht empfehle, was man tun kann für Gehirnstoffwechsel. Also lauter so kleine Tipps, so kleine Häppchen für den Alltag, dass man immer wieder kleinen Hinweis bekommt, dass man selber was tun könnte und sollte und vor allem, was man tun kann, ganz, ganz konkret. Sehr schön. Also, schnappt euch das Know-how. Ich kann euch aus Erfahrung sagen, es lohnt sich.
Michael, letzte Frage an dich. Wenn du unseren Hörern noch ein paar ganz wichtige, entscheidende Tipps gibst, welche würdest du uns zum Ende noch zurufen? Also die Gesundheit nicht dem Zufall überlassen, lieber mal messen, ein bisschen ausführlicher messen, zur Not auch bei mir in Salzburg in der Praxis. Nicht nur halt diese Risikowerte messen, auch mal die Leistungswerte, weil die einfach die Lebensqualität verbessern. Das Leben läuft leichter mit Rückenwind, mit einer guten Hormonproduktion, mit viel Muskelmasse, mit gutem Immunsystem. Also das ist ganz wichtig. Dann natürlich die tägliche Bewegung hält uns einfach gesund und frisch und ausdauernd. Und ganz wichtig, die Gedankenhygiene. Wir haben über das Fach Psychoneuroimmunologie gesprochen, dass wir selber ein bisschen darauf achten, wie viele negative Gedanken wir zulassen und ob wir negative Nachrichten übers Radio, übers Fernsehen, über die Zeitung immer wieder uns um die Ohren klatschen müssen. Lieber mal sich aktiv um die schönen Sachen kümmern. Und eine Sache, die mir wirklich noch am Herzen liegt, das ist, wir sollten bei der Ernährung darauf achten, dass wir möglichst biologisch angebaute Sachen zu uns nehmen. Auch ein Weideochse hat ein Omega-3-Verhältnis fast wie ein Fisch. Mhm. Also wenn da irgendwo Bio draufsteht, ist das natürlich sehr gut. Und wir müssen wegkommen von diesem Glyphosat. Wegkommen, da werden wir von sowas von hinters Licht geführt. Die WHO ist ja keine Gurkentruppe. Weltgesundheitsorganisation sagt, das Glyphosat, dieses Pestizid, was tonnenweise bei uns verarbeitet wird auf unseren Äckern, ist wahrscheinlich krebserregend. Wow. Wahrscheinlich. Und für mich, nach meinem Verständnis, wird sich etwas, was wahrscheinlich krebserregend ist, wird sich die Verwendung kategorisch verbieten. Aber unsere Regierung, Knecht von Bayer, stimmt für das Glyphosat. Ich dachte, das darf nicht wahr sein. 3/4 der EU-Bürger stimmen dagegen, wollen das nicht haben. Unsere Regierungen stimmen dafür. Da sieht man, wer leider regiert. Mhm. Das sind nicht wir, nicht der Wähler, wie der geschieht, sondern was die Wirtschaftsmacht möchte, das wird weiter auf unseren Äckern versprüht. Und da muss sich jeder selber drum kümmern, dass er sowas lieber nicht isst, dass er sein Plastik einspart, dass wir die Meere nicht mit Plastik vermüllen, dass da ein bisschen ein Enkeleffekt auch dabei ist. Ja? Mhm. Du bist junger Vater, ich bin junger Großvater. Weißt, dass wir ein bisschen darauf achten, dass wir das etwas gepflegt hinterlassen. Und da ist Eigeninitiative ist immer gefragt. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Michael, ein ganz herzliches Dankeschön, dass du uns viele, viele wertvolle Tipps gegeben hast. Schön, dass du hier warst. Mein Vergnügen, hat Spaß gemacht. So, und jetzt geht's für Michael zurück in den Seminarraum, denn heute Morgen hat er mit seinem Team Blut abgenommen bei unseren Teilnehmern, Klammer auf, allen, die es wollten, und das waren alle. Dann wurde das direkt ins Labor geschickt, analysiert, und Michael wird jetzt jedem Teilnehmer genau erklären, wo Defizite sind und was man tun kann, um diese Defizite im Sinne der eigenen Leistungsoptimierung dann zu optimieren. Und jetzt habe ich noch eine ganz besondere Chance, eine besondere Möglichkeit für dich. Für unsere nächsten 2 Seminare Erfolgreich Fit. Das findet immer von Freitag bis Sonntag statt, also am Wochenende, suchen wir noch einige wenige Testpersonen, mit denen wir ein besonders intensives Betreuungsprogramm durchziehen, nicht nur während dem Seminar, sondern auch über das Seminar hinaus. Wir wollen wirklich genau aufzeigen mit diesen Testpersonen, dass wenn du die Dinge, die wir hier erzählen, umsetzt, dass du deine Ziele in Sachen Gesundheit, Leistungsfähigkeit, Lebensenergie erreichst und wirklich in der Lage bist, dein Leben auf ein neues Level zu stellen. Ich kann dir wirklich nur zurufen, nutz diese einmalige Chance und vielleicht tut sich damit
ein ganz besonderes neues Kapitel in dem, deinem Leben auf, in dem du die Dinge, die da auf dich zukommen, die du in deinem Kopf hast, die du realisieren willst, mit einem ganz anderen Maß an Energie bewältigen kannst oder vielleicht sogar erst dann angehst. Was ist zu tun? Bewirb dich bitte unten in den Shownotes. Dort werden wir stehen haben Testpersonen. Kurz ein paar Fragen ausfüllen, das geht wirklich ganz schnell. Zieh es schnell durch und denk bitte auch dran, nur wer mitmacht, kann dabei sein. Mach's bitte gleich, denn die Anzahl der Plätze ist wirklich limitiert. Damit verbleibt mir am Ende nur zu sagen, danke, dass du mit dabei warst bei dieser Podcast-Folge, die ich, wie ich meine, unglaublich spannend war. Ich wünsche dir eine besondere Zeit mit richtig viel Power und Energie. Freue mich, wenn sich bei unserem Seminar die Wege wieder kreuzen. Und bis dahin alles Liebe, dein Erfolgscoach Jörg Löhr.